So, dann sag ich mal Hallo und herzlich willkommen live bei mir auf meinem Kanal. Ich bin der Tovarok und wir wollen mal heute richtig retro gehen, mal richtig in die Vergangenheit gucken. Und ich habe mir da so überlegt, was kann man da am besten machen. Ich stelle mal kurz die Kamera ein bisschen nach. So, ein bisschen. Ja, so müsste das klappen, so müsste das klappen. So, das klappt. Wir wollen mal richtig retro gehen und jetzt habe ich mir gedacht, wir spielen mal eine Runde Sim Tower. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ich habe hier eine Oberfläche, das ist hier die Windows 3.11. Wenn das noch jemand weiß, der... Nee, ich glaube, das ist ein ganz kleiner Teil nur noch. Auf jeden Fall, dafür, um Sim Tower spielen zu können, brauchst du ganz wichtig die DOS-Box. Und die musst du installieren und da musst du ein bisschen freaky das Ganze, dass das dann auch nachher richtig sauber läuft. Und hallo Ice Baby! Und ja, genau. Wie gesagt, Sim Tower läuft nur über diese DOS-Box und nur über 3.11, also nicht normal über Windows 10 und so ein ganzen Kram, das funktioniert nicht. Und was genau ist Sim Tower? Das ist aus dem Jahre 1995, wo das in Deutschland ist das zum ersten Mal veröffentlicht worden. Und ich habe mir das damals, ich glaube, das habe ich mir 96 Mal, gerade wie es rauskam, glaube ich, habe ich mir das gekauft. Und hier in dieser Wikipedia-Beschreibung steht drin, dass das eine CD-ROM war. Das wurde nachher eine CD-ROM. Zuerst war das noch eine Diskette. Das waren zwei so kleine, diese 3, etwas, diese kleinen Dinger. Das waren zwei kleine Disketten. Und dieses Spiel war damals sauteuer. Also wenn ich mal überlege, ich habe da glaube ich 100 Mark für hingelegt. Ist genauso wie heute auch. Die guten Spiele, da legst du auch ordentlich was hin für. Okay, auf jeden Fall, ich starte das Spiel mal und dann gucken wir mal weiter. Wie gesagt, hier, das ist diese Windows 3.11 Geschichte noch von damals. Und da haben wir hier Maxis. Das ist ja von Nexus. Da klicke ich mal drauf und hier ist Sim Tower. Und da starte ich einfach mal. Pass mal auf. Ich hoffe, das geht jetzt. Ich kann es sehen. So, es ist auf jeden Fall furchtbar laut. Furchtbar laut ist das auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen runterschrauben könnte, aber das ist Sim Tower. Ein bisschen verschoben bei euch. Das liegt daran, weil ich das ein bisschen im Fenstermodus machen musste und oder hier im Display-Modus ein bisschen hin und her schieben, weil das ist ja alles ein bisschen. Das passt ja nicht so auf Bild und wie gesagt. Und wer hat das noch entwickelt? Das ist dieser Yoto Saito hat das entwickelt damals. Sein Japaner. Ist ein mega geiles Spiel. Habe es früher oft gezockt. Hast du früher oft gezockt? Das finde ich cool. Ich habe es auch früher gezockt. Ich konnte da echt nicht weg von. Das ist echt nicht der Mega-Hammer. Und in dem Spiel geht es eigentlich darum, der wollte eigentlich mal ausprobieren, wie das mit diesen Fahrstuhlgeschichten funktioniert. Wie das zusammenhängt. Das war eigentlich so ein... Das wollte er mal wissen. Und da hat er und ein Kollege zusammen, die haben dann sich hingesetzt und mal so eine Simulation gemacht. Und daraus ist dieses Spiel entstanden. Und der Schwerpunkt ist wirklich diese Fahrstuhlgeschichte. Und ja, ich will gar nicht großartig weitersappeln. Ich starte das Ding jetzt. So, wir starten das jetzt mal. So, ich mache mal kurz auf Pause. Ich muss das alles ein bisschen hin und her schieben jetzt hier, damit ihr das auch sehen könnt. So, das ist der Nachteil bei der ganzen Geschichte. Man kann das nicht so machen, wie man das gerne hätte. So, da haben wir hier einmal die Übersicht. Warte mal, ich muss mal gucken, passt das da mit meinem... Das passt dahin. Super. Und das Ding, das Kontrollpanel. Und hier oben haben wir unsere... Cashboard-Geschichte. Da haben wir einmal die Uhr hier oben. Da haben wir die Sterne. Wir können bis 5 Sterne hochgehen. Also da, ich glaube, das schaffen wir heute nicht. Denn müssten wir bis, ich glaube, bis morgen Abend durchspielen, wenn überhaupt. Also wenn wir das schaffen. Wir haben ein Startkapital von 2 Millionen Dollar. Ist eine Menge, wie es aussieht, aber im Endeffekt ist das nicht so viel, was das nachher, das bleibt nicht viel nach. So, dann haben wir hier einmal die Wochentage, das ist ein Quartal und die Jahre. Das läuft immer so in 3 Quartale ab. Und das letzte Quartal ist meistens, 2 Quartale. 2 Quartale, 2 Wochenquartale und einmal das Wochenende. Ganz normal. Gibt das einen Trick mit dem Geld? Was für ein Trick ist denn da? Aber wir wollen jetzt hier nicht cheaten, aber wenn du einen Trick weißt, dann erzähl ich mal gerne. Das würde mich schon mal interessieren. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach ja, pass mal auf, Optionen gehen wir mal rein. Die Sounds. Ich lasse die mal kurz an, nur damit ihr mal sehen könnt, wie das klingt. Ich meine, die haben richtig sich da reingehängt, dass der Sound super ist. Also für die damalige Zeit war das echt schon in Ordnung. Er ist ein bisschen laut, aber ich lasse das erstmal drin, ich mache das nachher raus. Und den Fast-Modus mache ich auch erstmal aus, damit das hier so nicht so fix geht. So, und das hier, das ist unsere Übersicht über die ganze riesig große Map. Das ist ja mördergroß. Und unser Ziel ist 100 Stockwerke zu schaffen. 100 Stockwerke und obendrauf die Kathedrale setzen, damit da oben eine Hochzeit stattfinden kann. Dann haben wir auf jeden Fall 5 Sterne erreicht und das ist so das Ziel von der Geschichte.
Man kann mit doppeltem Geld starten. Geht aber nur einmalig und nur, wenn man nichts gebraut hat. Wir cheaten nicht. Aber wie das denn funktioniert, kannst du mir gerne mal verraten. Das kannst du uns gerne mal verraten. Das würde mich doch mal mördermäßig interessieren, wie das funktioniert. So, wir starten. Wir lassen die Zeit mal wieder laufen hier. Wir haben hier unsere kleine, ja, also, das ist unser Hauptwerkzeug, das hier vorne. Wir haben einmal den Bulldozer, können wir abreißen mit natürlich. Wir haben den Finger da können wir Sachen mit bewegen. Und wir haben die Lupe, damit können wir Sachen genauer betrachten. Das können wir aber nachher erst machen. So, dann haben wir die Lobby. Die Lobby ist das Wichtigste überhaupt. Und genauso mit der doppelten oder dreifachen Lobby. Doppelte oder dreifache Lobby, wie läuft denn das? Also, ich meine, ich habe das wirklich wochenlang, monatelang gespielt, das Ding. Und, tja. Einfach mit der Lobby ganz unten links bauen, also im Boden. Das teste ich mal neben der Hand mal aus. Das muss ich mir mal testen. Also, das wäre ja so ein Trick. Und von dem, was ich noch nebenbei noch sagen wollte, von dem Spiel gibt es auch einen zweiten Teil. Der wurde, ich glaube, 98 kam das raus. Da gab es einen zweiten Teil von. Ist im Endeffekt genau das gleiche wie das Spiel hier. Bloß natürlich mit ein bisschen besserer Grafik halt eben. Und ich finde es aber ein bisschen umständlicher, das neue. Oder neu ist das ja nicht, aber diese neue Version davon. Ich habe es auch noch auf dem Rechner. Also wir könnten das eventuell nachher nochmal reingucken, damit ihr da einen Vergleich mal habt. Wir starten einfach hier mit der Lobby natürlich. So, wir ziehen erstmal hier eine Lobby. Damit das nicht so unübersichtlich ist. Ihr hört, wie laut das ist. Ich hoffe, dass ihr könnt meine Stimme überhaupt noch hören. Mit Shift kannst du doppelt oder dreifache Lobby. In der Höhe. In der Höhe, oder wie läuft das? Ich probiere es mal mit Shift. Pass mal auf, ich probiere es mal. Ich muss mal probieren. Ach so. Das könnte ich machen. Also es geht mit Shift und ja, die Höhe. Ich kann hier wohl nicht raufbauen. Das wird nichts werden. Okay. Wo haben wir denn? Jetzt haben wir das Ding wieder riesengroß gebaut. Ohne dass wir das so geplant hatten. Naja, egal. So, pass mal auf. Geht nicht mehr. Nee, okay. Pass mal auf, dann machen wir das mal anders. Wir ziehen das hier mal ein bisschen hoch nach oben. So. So, die Lobby haben wir gebaut. Und da können wir natürlich auch einen Flur machen, wenn das später mal so sein sollte. Und natürlich eine Treppe. Und ich habe das immer so gemacht, dass ich angefangen bin mit Restaurants. Oder was für eine Fastfood-Geschichten sind das hier, ne? Wir setzen hier mal ein paar Fastfood-Ketten hin. Wie ihr hören könnt, sind die sehr laut. Oder ist das bei euch nicht so laut? Ich weiß nicht, wie passt das mit der Lautstärke? Sieht aber besser aus, hast recht. So, pass mal auf die Bombe hier hin. Wie machen wir denn da? So, wie passt das von der Lautstärke? Ist das zu laut? Oder da schreit mir sowas ins Ohr, ein Viech. Aber ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Oder ob ich von der Lautstärke sowieso so laut bin. Vom Sound her, das weiß ich nur gar nicht. Das kann ich nur gar nicht genau sagen. So, und jetzt pflanzen wir mal einen Fahrstuhl ein. Das ist ziemlich mittig und den ziehen wir einmal hoch. Dazu haben wir den Finger hier. Das ist ja der Vorteil. Passt das so? Wunderbar. So, die Zeit läuft. Wir haben jetzt Nacht, da passiert sowieso nichts. Und hier oben drauf erstmal ein paar Büros, würde ich sagen. Da haben wir hier die Büros und da haben wir Eigentumswohnung. Man könnte natürlich auch mit Eigentumswohnung anfangen. Weil die bringen natürlich gleich Kohle, dann kannst du natürlich schneller bauen. Ich mache das aber mit hier Büros. Würde ich mal sagen. Sag ich mal so. Nicht so laut, nicht so leise. Super. Das hört sich klasse an. So, pass mal auf. Wir bauen hier mal. Wie viel Kohle haben wir eigentlich noch? Wir müssen darauf achten. So, pass mal auf. Wir machen hier unsere Büros. Und nicht genug Kohle. Das ist natürlich klar. Das war natürlich logisch. Jetzt versuchen wir das mal hochzuziehen. Konnten wir sogar machen, das finde ich gut. So, jetzt haben wir mal den Fast-Modus wieder rein. So, jetzt geben wir ein bisschen Stoff hier. So, jetzt kommt die Bewegung in Sache. Jetzt können wir schön sehen, dass hier Leute kommen. Und die fahren natürlich mit dem Fahrstuhl.
Und das können wir nachher sehen, wenn da, wenn die ein bisschen mehr in Gange sind. Dann geht es darum, dann müssen wir den Fahrstuhl nämlich steuern. So, wir warten auf ein bisschen Schotter. Wir haben Kohle. Oh, das finde ich gut. Guck mal, können wir hier noch einen reinbauen? So, das passt sogar hier auch noch. Das passt da sogar auch noch. So, jetzt sehen wir schon, die ersten werden rot. Das hat einen Grund, weil die müssen zu lange warten. Pass mal auf, ich muss mal kurz meinen Sound hier ein bisschen Background. Die machen wir mal kurz aus. So. Jetzt werden die rot, die Damen und Herren. Und das liegt daran, weil die so lange warten müssen. Und das ist das Problem. Wir müssen sehen, dass sie schneller von A nach B kommen. Und deswegen werden wir den Fahrstuhl hier mal ein bisschen, werden wir dem mal sagen. Pass mal auf, das ist ja hier. Zieh das mal hier rüber. Könnt ihr sehen? Ja, könnt ihr sehen. Gut. So, das ist diese Fahrstuhlgeschichte. Den können wir jetzt steuern. Den können wir auch sagen, wo der Fahrstuhl halten soll. Wir haben nur einen hier drin. Also hier unten ist der Fahrstuhl. Ich könnte ihm auch später sagen, wo er seinen Heimatstandort hat. Ob er nur hier unten hat oder oben, das kann ich selber bestimmen. Ich kann ihm aber sagen, was er machen soll. Und zwar morgens ist es meistens so, da kommen die Leute ja ran, kommen die Leute ein. Und deswegen sage ich ihm, express nach unten. Der fährt da schnell nach unten und lädt die Leute ein und kann die auch nach Hause. Also jetzt schnell, dass sie auf ihre Büros kommen. Und genauso gut mache ich das dann zur Mittagszeit hin, weil unten ja die Restaurants sind. Also die Fastfood-Geschichten, die wollen ja was essen. Die Büros haben mich früher sehr aufgeregt, aber mittlerweile weiß ich, wie man die nicht jedes Mal neu belegen muss, wenn die ausziehen. Ach so. Stimmt, aber ich bin meistens immer mit Büros angefangen. Ich weiß gar nicht, warum. Weil es ja am meisten Koordination braucht, das Ganze hier. Das ist das Problem. So, jetzt sagen wir, was ist die Uhr? Weekend, das ist Wochenende, das ist eigentlich ziemlich schnurzpiepe. Wochenende ist eigentlich egal. Das ist nachher interessant, wenn wir anfangen mit Hotels. Also wir haben ja auch Hotels. Noch nicht, aber die kommen. Wenn wir einen zweiten Stern dazu kriegen, kriegen wir Hotels. Und dann haben wir auch ein bisschen mehr Auswahl hier drin. Wir haben jetzt ja nur diesen einfachen Fahrstuhl. Später gibt es auch noch einen Service-Fahrstuhl. Ja. Und wie gesagt, das lassen wir so. So, wir haben jetzt Wochenende. Was haben wir denn noch? Express nach oben. Das lassen wir so. Und die wollen dann nachher später schnell nach Hause. Das machen wir hier genauso. Express nach oben. Das können wir dann nicht sehen, wie das sich nachher verhält. So. So. Da kommen sie wieder. Jetzt kann man sehen, der Fahrstuhl fährt immer fix nach unten. Ich kann das mal nochmal anmachen. Dann könnt ihr sehen. Nochmal hier. Zack. Express nach unten. So, fährt immer fix nach unten und sammelt die Leute ein. Also werden sie nicht rot. Und deswegen, wir müssen nachher sehen, dass wir auch mehrere Fahrstühle hier reinkriegen. Kabinen also hier reinkriegen, damit das ein bisschen schneller läuft. So. So, jetzt ist die Mittagszeit. Gleich geht die ganze Geschichte andersrum. Noch lädt er die so ab. Genau, und jetzt wollen sie wieder nach oben. Weil sie ja gegessen haben und wieder einen Arbeitsplatz wollen. Die müssen aber zu lange warten. Das geht jetzt schon los. Also das ist schon ein bisschen hakelig. Die Fahrstuhlgeschichte ist nicht so einfach, wie man glaubt. Das ist echt nicht einfach. Vor allem, das ist ja noch gar nichts. Das ist ja noch ganz winzig klein. Nachher wäre das richtig, richtig, richtig interessant. Und vor allen Dingen werden wir hier mal eine Treppe einbauen. Damit wir ein bisschen den Fahrstuhl entlasten. Das ist natürlich umso schöner, wenn wir nachher eine Rolltreppe haben. Das geht natürlich noch besser. Aber die funktioniert ja auch nur hier bei den Geschäften. Also Rolltreppe nach oben in den Büros oder nachher in den Wohnungen oder so, das läuft da nicht mehr. So, das haben wir. Büros, warte mal. Wir können auch wieder Büros bauen. Ein bisschen Schotter haben wir hier noch. So. Und das Schöne ist, bei dem ersten Teil, da kriegst du noch angezeigt, was die Sache kostet. Pass mal, wenn ich das hier anklicke, da oben steht nämlich drin, 80.000 kostet ein Fahrstuhl. Ah ne, Quatsch. Eine Wohnung, 80.000. So, Office kostet 40.000. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Die Treppe kostet 5.000, ist ganz ziemlich günstig. Fahrstuhl kostet 2 Millionen. Ups, jetzt ist meine Lampe gerade umgekippt. So, und das hast du bei dem neuen Teil, bei den Teil 2 nicht mehr.
Das fehlt da leider. So, wir müssen ein bisschen auf Kohle warten. Geht natürlich leider nicht anders. Wir müssen ein bisschen warten halt. Obwohl wir das dann schnell gestellt haben. Haben wir doch, ne? Ja, haben wir. Siehst du? So, ich mach den Fahrstuhl mal aus. Der nervt ein ganz klitzekleines bisschen. Hat sich das jetzt aufgehängt? Nein, das hat sich aufgehängt. Ich werd wahnsinnig. Ich werd wahnsinnig. Doch nicht. So. Ich hab den Fahrstuhl mal ausgemacht. Das nervt ein ganz klitzekleines bisschen. Bloß ganz wenig. So. So, was habe ich noch? Was habe ich noch? Wie gesagt, wir müssen ein bisschen abwarten. Das geht alles nicht so fixe. Wie gesagt, wenn wir mit Büros, mit Wohnung anfangen, geht das natürlich schnell. So eine Wohnung kostet, glaube ich, ich weiß gar nicht, was die kostet. 200.000, glaube ich, wenn die verkaufst, kriegst. Ich meine irgendwie sowas im Dreh. Da ist natürlich schnell Kohle zusammen, aber da musst du natürlich auch sehen, dass die hier unten, vor allem, dann hast du das Problem nachher mit den Büros und alles. Dann musst du lieber über einen Expressaufzug und alles, ein Hügelkram, das ist nicht so einfach. Und vor allen Dingen, du musst aufpassen, du kannst hier nicht irgendwas nebeneinander setzen. Du kannst hier nicht anfangen, hier Büros zu bauen und hier zum Beispiel hier nebenan kannst du keine Wohnung hinsetzen. Dann würde der Eigentümer von der Wohnung anfangen zu quaken und sagen, ey Mensch, das ist ja furchtbar laut an dem Büro, das kannst du echt knicken, da habe ich keinen Bock zu wohnen und dann zieht er wieder aus und macht all so ein Krams. Genauso, du musst schon aufpassen, was du machst. Genauso mit Hotelzimmer, die kannst du da auch nicht einfach zwischenbauen. Also da sind die da nicht ganz so begeistert mit, da sind die mehr, also schneller draußen, als was sie drin sind. So. Das läuft soweit ganz gut. Es fehlt uns aber ein bisschen Asche im Moment. Und wir haben natürlich auch, wir können hier auch mal gucken, was haben wir hier? So, im Moment ist das natürlich ein bisschen Panne hier und das ist so wie die Wirtschaft da aussieht, die Wirtschaftsgeschichte. Das ist ein bisschen schlecht hier im Moment. Also die sind am Stöhnen, die kriegen die Kohle nicht rein. Er hier gerade eben so, also das ist so gerade an der Grenze. Die fühlen sich alle wunderbar, bis auf die beiden hier, sind ein bisschen maulig, ich weiß nicht warum. Ach, sie sind gerade leer. Warum sind die denn leer? Warum sind die leer? Wir können ja auch die Preise hier verändern, aber nee, da wird noch nichts geändert hier. Das geht gar nicht los. Und dann haben wir hier die Preislage. Alles noch im gelben Bereich, alles noch gut. Gelben Bereich. Das wird nachher grün später. Also wir müssen noch ein bisschen weiter hochbauen, damit das ein bisschen wirtschaftlicher aussieht, das Ganze. Und dann haben wir nachher noch Hotels, aber das können wir natürlich jetzt noch nicht sehen. So, wir haben jetzt Nacht. So, die Geschichte ist jetzt durch. Die letzten gehen nach Hause. So, Zeit läuft. Wochenende. Das geht natürlich nur Wochenendgeschäft hier unten, nur hier unten. Das oben läuft ja gar nichts. Sehr schön. Das läuft. Und dieses blöde Spiel habe ich echt stundenlang gezockt. Das ist echt. Obwohl, das ist so simpel. Aber das wird nachher immer aufregender, wenn die größer werden. Dann hast du nachher nur noch eine bestimmte Anzahl von Fahrstühlen, die du einbauen kannst. Irgendwann ist nämlich Feierabend. Vor allem, wenn du nachher oben da 80, 90. Stockwerk hochkommst, dann ist da nicht mehr mit viel Fahrstühle machen, sondern da musst du echt überlegen. Da geht nicht mehr. Irgendwann ist Ende im Gelände. Also ich hatte schon so weit gehabt, dass ich keine Fahrstuhlschächte mehr bauen konnte. Und das war schon ein bisschen doof. Da hatte ich, glaube ich, 15 Stockwerke, die leer standen, wo nichts war. Das war schon ein bisschen doof. Aber naja. So ist das Spiel halt, nicht? Und was auch cool ist, du kannst wirklich auch die Leute angucken. Du kannst jetzt mal gucken, pass mal auf, da ist keiner drauf. Wenn jetzt nochmal, versuche ich nochmal. Da sind zwei drauf. Dann kannst du auch die Leute angucken. Zack. Fühlt sich wunderbar. Ihr habt, na, Stressgeschichte ist natürlich, je höher das ist, desto je länger die warten müssen oder desto länger sie brauchen, von hier unten zum Beispiel zu ihrem Ziel zu kommen, desto stressiger wird die ganze Geschichte und das wollen wir natürlich vermeiden, weil nachher, wenn wir genug Sterne zusammen haben, dann kommt auch mal ein VIP irgendwann mal an. Das hast du meistens, wenn wir Hotelzimmer haben, wenn wir die Suiten haben, die großen Geschichten, dann kommt irgendwann mal ein VIP an und der will dann auch mal wohnen und der wird sogar angezeigt, wo der ist. Also da musst du schon zusehen, dass der ohne Meckern so schnell wie möglich in seine Suite kommt und wenn er essen will, so schnell wie möglich dahin kommt. Also da musst du schon aufpassen, denn das gibt dir einen Bonus. Oh, wir haben Kohle. Pass mal auf. Können wir hier noch ein bisschen basteln. So. Wie weit kommen wir überhaupt? Oh, wir haben einen zweiten Stern. Alter, wir haben einen zweiten Stern. Zack. Zweiten Stern, super. Pass mal auf, was haben wir jetzt Neues? Da, Hotelzimmer. Und dazu gehört natürlich auch eine Service,
Serviceraum, wo die Putzfrauen dann ihr die Buden wieder sauber machen. Ne? Das ist natürlich was, das kommt da natürlich auch zu. Und ein Security-Büro. Da kommen daher Bombendrohungen rein oder solche Geschichten. Da müssen die Jungs dann los und die Bombe suchen. Und das musst du alles gebaut haben. Und bei den Fahrstuhlen haben wir jetzt auch einen Service-Fahrstuhl. Den brauchen wir natürlich für die Servicekräfte hier, damit die von einem Stoffwerk zum anderen kommen, weil die fahren ja nicht mit dem normalen Fahrstuhl. Das läuft ja nicht. Das wollen wir auch gar nicht. Nee, wie sieht denn das aus? Hast hier ein 5-Sterne-Hotel, weißt du, und die Putze fährt da mit dem Fahrstuhl. Das geht gar nicht los. Nee, nee, nee. So, was haben wir noch Neues? Nee, das war eigentlich das. So, was haben wir jetzt noch? Wir haben noch ein bisschen Kohle über. Da können wir noch ein bisschen was rund hier büromäßiges machen. Zack. Das war's. Und hier oben zeigt ihr unsere Population an. Population? Wie viel Einwohner, wie viele Leute da gerade drin sind im Gebäude. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir 1000 Leute zusammenkriegen, damit wir den dritten Stern kriegen. Dann dürfen wir auch diese Doppelzimmer machen und die Suiten dürfen wir dann bauen. Aber das dauert noch ein bisschen, das geht nicht so schnell. So, wir auf jeden Fall machen wir ein gutes Geschäft im Moment. Wir können mal gucken. Das können wir hier unten nämlich sehen, wenn wir hier unten draufklicken. Dann sehen wir das nämlich. Wir haben ein totales Einkommen von 1,8 Millionen. Und Auskommen haben wir 100.000. Also hält sich noch alles super in Grenzen. Da kann man nichts zu sagen. Nein, Mainfans, da ist es doch so. Das läuft ganz gut. So ist das in Ordnung. Wir machen ein gutes Plus. So. So, jetzt kann man es nämlich richtig schön sehen. Die auf dieser Seite, die wollen nämlich nach unten. Hier, und auf dieser Seite, die wollen dann nach oben. Aber wir sammeln die alle wunderbar ein, das klappt. Wir haben noch keinen roten jetzt. Obwohl wir nur einen Fahrstuhl haben. Ich meine, die Hütte ist auch nicht groß, 4 Stockwerke. Was ist das? Also das kann ja nicht das Schlimmste sein. So, Einkommen. Gab ein bisschen, sogar Einkommen haben sie gemacht, das finde ich ja cool. Habe ich vorher nicht so richtig geschafft, ich weiß auch nicht, woran das liegt. So. 4, 5, was machen wir noch? Machen wir noch 2 Stockwerke mehr oder fangen wir an mit Hotels? Was meinst du? Sollen wir anfangen mit Hotels jetzt oder nochmal ein Stockwerk drauf mit Büros? Ich weiß nicht so recht. So, was haben wir mit dem Flur? Den Flur haben wir nämlich da, um hier aufzufüllen. Und das werden wir mal machen. Zack, und das werden wir hier auch mal machen. Damit das schön gerade hier ist, ne? Damit das schicker aussieht. So, uns fehlt natürlich jetzt ein bisschen Asche, aber wie gesagt, die machen ja doch gutes Geschäft. So, die sammeln wir nochmal ein. Weiter mit Büros, ne? Denke ich auch. Wir müssen dann ein bisschen weiter rauf. So, jetzt sind die nämlich, die wollen wieder ins Büro zurück. Wir haben nur einen Fahrstuhl, da ist ein bisschen Panne jetzt. So. Ach, da gab es doch eine ganze Menge, die reinpassen. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute passen da rein. Zimmer erst ab Stockwerk 15. Ja, das mache ich normalerweise auch erst. Die Frage ist nur, wie lange das dauert. So. Was schneller machen können wir es nicht. Wir können nicht noch schneller drehen. Das geht nicht. Ja, das mache ich normalerweise auch. Von Lobby zu Lobby immer das Gleiche. Genau. Wir haben ja alle 15 Stockwerke haben eine Sky Lobby. Und da können wir später einen Expressaufzug einbauen, der wirklich diese Sky Lobbys abfährt. Der wirklich nur die 15 Stockwerke abrauscht. Der ist natürlich ein ganzes Stück schneller. Und wenn du denn da zig verschiedene Sachen einbaust, dann ist das ein bisschen schwierig, das zu koordinieren. Vor allem, wer wohin will, wenn jetzt hier Hotelzimmer reinkommt, die kommen natürlich ein bisschen anders. Ne? Die wollen, wenn die morgens aufstehen, wollen die nach unten. Und die Büroleute wollen von unten nach oben. Also das wird ein bisschen schwierig. So, wir haben wieder Wochenende. Wochenende, drittes Quartal, erstes Jahr. Wir haben fast das erste Jahr rum, ist ja irre. Ist ja nicht schlecht. So, pass mal auf. Uns fehlt Kohle. Da fehlt noch ein bisschen Kohle. Ich glaube, 40, was war das? 40.000? Ja, 40.000. Wir fehlen uns. 1.000, da fehlt uns. Für ein Büro. So. Und
Wir können natürlich auch im Keller runter. Da können wir natürlich auch bauen. Weil später ist auch nur noch so weit, dass wir da einen Parkplatz einbauen können. Und wir müssen auch unser Recycling-Center später bauen, damit die aus dem Hotel-Geschichte, dass der ganze Müll, auf den Müll, den wir hier produzieren, der muss ja auch irgendwo hin. Der wird hier unten gebaut und später, ganz später, ich glaube, mit Level 4 Sterne, glaube ich, dann ist es soweit, dass wir auch eine U-Bahn-Station hier bauen können. Das ist schon echt cool, weil dann hast du richtig Verkehr hier im Laden. Und was gibt es noch? Ich glaube, das war ein Kino kannst du noch bauen und ein Partyraum oder sowas in der Richtung. Das kann auch später gebaut werden. Später. Das ist nur noch ein ganzes Stück hin. Also die Bude wird immer moderner. Und diese Geschäfte kannst du immer zwei Stockwerke von der Lobby hinbauen. Also könntest du, wenn du so willst, 1, 2, 3, 4, 5 Stockwerke hast du Geschäfte. Also zwei Stockwerke nach oben und zwei Stockwerke nach unten. Da könntest du Geschäfte bauen. Könnte man. Wird man auch später brauchen, weil zum Beispiel so ein Hotel ist, glaube ich, zwei Stockwerke hoch. Genauso wie dieses, die Party Hall, oder wie das heißt. Ich glaube, das ist auch so ein Riesenteil. Und wir haben wieder Kohle gemacht. Ach, siehste, guck einer an. So. Jetzt bauen wir denn mal einer. Wie weit kommen wir denn jetzt hier? Ups. Siehste, Kohle ist wieder alle. Hoffentlich kriegen wir es. Nein, das passt ja nicht ganz. Schade. Oder doch? Jups, passte. Das haben wir zusammen. Wir müssen aber doch wieder mal sparen, dass wir ein bisschen was fahrstuhltechnisch hier hinkriegen. Weil die werden jetzt maulig. Warum werdet ihr maulig, Freunde? Das kann doch nicht sein. Was ist hier los? Wir schauen mal kurz. Ach ja, ihr wollt nach oben. So. Zack. So, ausgeladen. Bring mir Kohle rein. Siehste. Soweit läuft das schon mal ganz gut. Wir haben ja auch nicht viel. Wir haben eine Treppe und ein bisschen hier Fahrstuhlschacht. Also mehr ist es ja noch nicht. So, jetzt wollen die nämlich nach Hause. Und jetzt wollen die extrem nach Hause. Ach, die werden schon sauer. Die werden schon echt sauer. Pass mal auf, die sind extrem gestresst. Oh. Und das Schlimme ist, das spiegelt sich ja auch auf dieses Büro wieder, wo die wohnen. Oder wo die herkommen. Da können wir mal gucken, wo es ist. Es könnte, die waren ja hier, das Büro zum Beispiel, wäre das. Wäre es zum Beispiel. So, jetzt haben wir alle raus. So, jetzt noch ein paar Leute noch. Dann sind wir. So. Zack. Aber das ist so ein böses altes Spiel, weißt du, das hast du noch. Ich muss mal da mal gucken, was war das denn noch? Systemvoraussetzungen, die waren noch sehr interessant damals. Also das war das hier in 486 DX. Und 33 MHz, das war ein Mörderapparat. 4 MB RAM brauchtest du dafür und 5 MB Arbeitsspeicher. Nee, Festplattenspeicher, hallo. Das war noch richtig, das waren noch Zeiten. Und heute? Alter Schwede, ich muss mal, glaube ich, sehen, dass wir hier noch einen zweiten Fahrstuhl reinkriegen. Die werden nicht nur rot, die verdampfen auch schon hier vorne. Ach du Schande, das wird böse. Das wird böse. Oh, das wird böse. Ich glaube, das wird schlecht hier. Ach du Schande. Wie wäre es vielleicht ein bisschen mit Treppe? Geht hier auch Treppe? Geht hier auch... Oh doch, die gehen auch Treppe. Zur Not gehen sie auch Treppe, ja. Hm. Was haben wir denn noch Interessantes zu sagen? Sollen wir den wieder anmachen hier? Wir müssen sehen, dass wir da noch einen zweiten Fahrstuhl reinkriegen. Das wird nämlich echt problematisch hier. Warum? Die sind auch zu faul. Die gehen nicht die Treppe. Das ist nur ein kleines Stück weiter weg. Typisch.
So. Gib mir Kohle. Jetzt wollen sie nämlich gleich nach Hause. Jetzt zum Beispiel. Jetzt fängt das nämlich an. So. Zack, voll. Jetzt fehlt er natürlich ein zweiter Fahrstuhl. Das ist natürlich das Doofe. Der ist nämlich voll, bevor er unten angekommen ist. So. Das ist das Doofe nämlich. So, die kommen noch mit. Ach gut, hat gepasst. Hat gepasst, hat gepasst. Super. Wenigstens das. So, gab wieder ein bisschen Kohle. Können wir noch wieder was... Fahrstuhlschacht. Was kostet der Fahrstuhlschacht? Was war das noch gleich? 80.000. Oh. Aber wir können hier noch ein Büroschen bauen, weil es ist ja Wochenende und wenn die Woche wieder anfängt, kriegen wir wieder Kohle, also Miete hier von dem Verein. Und dann haben wir wieder ein bisschen was zusammen. Das ist doch schon mal gar nicht ganz so doof. Das ist doch gar nicht schlecht. Was verdienen wir denn jetzt überhaupt hier? 110.000, was war das? Bisschen mehr, bisschen weniger? Irgendwie um Dreh. Geld ist Geld, ne? Mein Gott. Haben oder nicht haben? Haben oder nicht haben. So. Siehst du. Die Musik im Hintergrund, kann man die hören? Oder ist es sehr leise? Ich glaube, das ist sehr leise, ne? Ich befürchte das fast. Aber wenn das Spiel ja schon so rumbirgt. Von das so wirst, du kannst das nicht leiser machen. Also entweder aus oder an oder das geht sonst nicht anders. Da war ja nichts damals mit Regler und, ne? Wir hatten da schon mit. Wir hatten da schon mit Kopfhörer und Mikrofon vom Computer gesessen und aufgenommen. Keiner. Das war's noch nicht. So. 3 Uhr nachmittags ist gleich soweit. So, abends. Machen die überhaupt Gewinn hier? Ich weiß gar nicht. Mal gucken, wie es ist. Noch. Boah, guck mal an hier. Die machen gutes Gewinn hier unten am Wochenende. Das ist doch gar nicht schlecht. Die sind voll in Ordnung. Ey, die sind sehr gut. Die freuen sich, die freuen sich im Loch, ne? Hast du nicht gesehen. Sehr schön. Eventuell über Gewinnregeln. Pass mal auf, vielleicht kriegt das ja. Vielleicht kriegt das ja hin. So, Kohle ist da. Sehr schön. Was wollen wir jetzt machen? Fahrstuhl. Wir brauchen einen zweiten Fahrstuhl. Zacki. Und den werden wir unten mit reinpflanzen. Hopp. So, einen zweiten Fahrstuhl eingepflanzt. Weil den brauchen wir. Mörder dringend. So, Kohle haben wir noch für einen. Kriegen wir das hin noch für einen mehr? Nee, schade. Doch, doch, haben wir, haben wir, haben wir. Zack. So. 17.000 über, okay. Jetzt wollen die natürlich nach oben alle. Fahrstuhl, fahr nach oben. Mach die voll. Alter, warum fährst du nach oben? Hallo? Sag mir mal. Herausforderung, reine Herausforderung. Das Spielchen hat auch wirklich so manchmal so eine schlaflose Nacht gebracht. Weil man da am Hin und Her probieren war, wie kriegst du das jetzt richtig hin, dass die... Alter, das reicht noch nicht mal die zwei Fahrstühle. Mensch. Da reichen noch nicht mal die zwei Fahrstühle. Gibt's ja gar nicht. Na gut. Sehr schön. So, warte mal, ich muss noch was kurz testen. Krieg das ein bisschen lauter hier. Ich weiß nicht, was das ist, glaube ich, in Ordnung so. So. Uns bei brauchen Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Wir haben ja nicht, wir haben nicht viel geschafft hier. So, es geht leider nicht schneller. Ich kann nicht schneller machen. Ich kann nicht hier hochtreiben, hochschrauben. Zack. Ich würde gerne, aber es geht nicht. Und hier auf dem kleinen Ding können wir schon sehen, wie unser Hotel so ein bisschen wächst. Hey, Freund der Sonne, fahr mit, fahr mit, fahr mit. Warum fährst du nicht mit? Hallo, hallo? Warum fährt der nicht mit nach oben?
Fahr mit nach oben. So. Zweite Wochenhälfte. So, die fahren da schön nach oben, bringen die Leute in ihre Büros, so wie sich das gehört. Es klappt soweit. Wenn wir schon Probleme mit zwei so kleinen Fahrstühlen haben, also dann will ich nicht wissen, wie das nachher aussieht. Oh Gottes Willen. Ist ja doch schon eine Zeit her, wo ich das mal letzte Mal das gezockt habe. Also das ist ja wirklich schon eine halbe Ewigkeit her. So, die wollen jetzt gleich wieder nach unten. Weil die plötzlich den Hunger kriegen, ne? So, jetzt zum Beispiel ist schon eine Zeit. Aber wenn die dann auch noch zusammenfahren, dann bringt das natürlich nichts. Dann fährt der eine schön leer. Aber wir sind ja am Ball. Kamera. Läuft. So. Ach, du grüne Neune. Was sagt sie uns denn jetzt hier? Express nach unten, war wohl auch geplant. Warum essen die nicht... Also einige essen ja natürlich nicht im Hotel, also jetzt im Hotel, in unserem Hochhaus, die essen dann außerhalb. Und das wollen wir irgendwann mal vermeiden, also mal umgehen, weil wir denn ja nicht nur die Fastfood-Geschichte haben, wir haben auch irgendwann also hier Restaurants, also richtig, richtig schnuckelige Sachen. Aber das dauert noch ein bisschen. Das dauert leider noch ein bisschen. Ich würde das gerne vorspulen jetzt, aber ich kann ja mal versuchen zu drehen daran, aber es geht nicht, glaube ich. Aber wir sind ja nicht auf der Flucht. Sind wir ja nicht. So. Tja, die ganz unten sind immer die Angeschissenen. Irgendwie klappt das immer nicht so richtig. Aber wenn wir nachher genug Fahrstühle drin haben, ich glaube, da können wir auch nur... Ich weiß gar nicht, wie viel können wir denn da reinbauen. Was passen hier? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich glaube 10 oder 12. Ich glaube 12 passen da rein. Ich glaube 12 Fahrstühle passen da rein. Wochenende! Wochenende! So, wie können wir noch eins mehr reinbauen? Wochenende ist natürlich tote Hose, läuft hier gar nichts. Aber soweit läuft das schon ganz gut. Ganz gut, ja. Ist ja auch nicht so viel dran. Naja, gut. Sehr schön. Das klappt. Ganz sicher. 6. So, pass mal auf. Dann machen wir das so. Wir machen hier draußen Mischstockwerk. Also von Skyline zu Skyline machen wir, glaube ich, hier so ein kleines Mischi-Mischi. Mischi-Maschi. Damit hier mal was passiert. Wie gesagt, dann sind wir morgen noch hier. So, Wochenende. So, die Geschäfte machen auch bald Feierabend. Ihr habt bestimmt wieder Geschäft gemacht. Ne, natürlich. Natürlich. Und wenn das wirklich nachher mal irgendwie haarig wird, dann können wir hier natürlich auch die Preise rauf und runter drehen. Nicht bei den Geschäften, aber hier bei den Büros, bei den Mieten, die können wir ja ein bisschen variieren. Wenn die ein bisschen sehr quakig werden, dann kann man ja mal so... Mal auf. Ach, das war ein Fehler. Fehler. Naja, Pech gehabt. Passiert mal. So. Doof, jetzt hängt das natürlich über. Macht aber nichts. Jetzt haben wir wieder keine Kohle. So, pass mal auf. Schieben wir das mal nach oben. So.
gab ein bisschen was. Können wir wieder was bauen hier? Da passt natürlich nicht. Dahin. Jetzt fehlen uns 500 Mücken. Naja, irgendwas ist ja immer. Und vor allen Dingen müssen wir mal wieder investieren in ein bisschen Fahrstuhltechnik. So, lad die mit ein. Sehr schön. Jetzt wollen sie wieder nach oben. Wie sieht es denn fahrstuhlmäßig aus? Express nach unten ist auch in Ordnung. Könnt ihr immer nicht sehen, weil das hier auf der anderen Seite von der Anzeige ist. Von dem Fenster. Weil sonst wäre das Bild hier wäre so wirklich klein. Kann man fast nichts sehen. So. Wie gesagt, uns fehlen 500 Mücken. Aber wir machen, glaube ich, Geschäft, ne? Oder nicht? Die machen Geschäft wie verrückt da unten. Alter, die machen richtig gutes Geschäft. Das läuft. Also kriegen wir da auch noch Kohle raus. Dann kriegen wir die 500 auch bestimmt zusammen. Da gehe ich mal stark von aus. Und 540 Leutchen sind jetzt in unserem kleinen Gebäude. Ach, die kriegen wir wieder nicht alle mit. Ah, die kriegen wir wieder alle nicht mit. Ach du Schande, das ist natürlich ätzend. Sieht nicht gut aus, gar nicht gut aus. Warum wollen die denn nach oben? Dann läuft die Feuertreppe hoch. Also ehrlich. Und es gab ein bisschen Kohle. So. Dann können wir hier noch wieder eins bauen. So, auf geht's nach oben. Ist noch nicht so spannend. Noch nicht so richtig. Das kommt aber gleich. Sollte eigentlich. Wie gesagt, uns fehlt Kohle. Uns fehlt echt Kohle und wir können das nicht noch schneller machen. Tja. So, zum Wohl. Und die sind immer überladen. Immer überladen, die Dinger. Naja, die wollen ja immer gleichzeitig, ne? Die wollen immer gleichzeitig los. Die können sich vorher nicht absprechen. Nein, die wollen immer gleichzeitig los. Und jetzt wollen die alle ganz plötzlich alle nach oben wieder. So, die steigen mit ein. So. Ach, du grüne Leute, das sieht echt schon katastrophal aus. Nicht gut, nicht gut. Gar nicht gut. Da sitzt man hier und wartet, ne? Da wartet man drauf, dass da Kohle kommt. Wo ist der Rest denn ausgezogen? Nein, da ist keiner ausgezogen. Das sieht alles gut aus. Preismäßig alles super. Du, die hier unten im Mittelfeldbereich, die sind ein bisschen maulig. Ich denke mal, das sind die Herrschaften, die lange warten müssen. Vielleicht sollten wir den Fahrstuhl, also die Treppe ein wenig erhöhen, dass sie zur Not auch mit der Treppe laufen können. Dann benutzen sie die wenigstens. So. Alter Schwede, das geht ja gar nicht. Ja, das sehe ich schon. Das sieht schon wieder ganz traurig aus. Nein, das passt nicht alle rein. Ah. Ich meine, ist klar, ich würde auch sauer werden, wenn ich da um, keine Ahnung, 5 Feierabend habe, weißt du, und erst um 8 aus dem Gebäude bin. Das ist schon echt Panik, glaube ich. Da würde ich auch echt, da würde ich echt super sauer drüber werden. Aber, naja. 45, da haben wir doch ein bisschen Kohle. Für ein Gebäude, für eine Büroschen. So. Das ist doch mal schön. Haben wir schon Kohle für einen Flur? Das wäre auch nochmal gut. So, bis dahin. Nö, haben wir nicht.
Nicht für 500, das wird nichts. Was kostet denn so ein Flur? Können wir das irgendwie sehen? Ne, können wir nicht sehen. Aber sonst können wir wieder, wie gesagt, alles sehen. Da oben steht ziemlich schön drin. Ne? Das ist beim Teil 2 zum Beispiel nicht. Da siehst du gar nicht, was die Geschichte kostet. Das merkst du denn nur, wenn du plötzlich die Sachen, wenn du fast pleite bist. Und ich weiß gar nicht, ob man hier auch im Minus spielen kann. Das weiß ich gar nicht. Beim Teil 2 kannst du es nämlich, das geht wunderbar. Kannst du super ins Minus abrutschen. Wie gesagt, ist schon ein bisschen was her. Also ich weiß nicht, ob man da ins Minus abrutschen kann hier. Aber die Sachen sind natürlich auch extrem teuer. 100.000. 100.000 Security. Naja, ist alles so Sachen, die man braucht. 50.000 Putzkräfte da. 20.000 für ein Single Room. Der ist natürlich Panne zu bauen, weil das so ein mickrig kleines Ding ist es hier. Das ist echt aufregend. Ich liebe ja diese Doppelräume, also die Doppelzimmer. Die Doppelzimmer sind, finde ich cool. Das geht schnell gebaut. So, haben wir wieder. Wir machen wieder Gewinn? Natürlich, wir machen Gewinn. Ach, das läuft. Sehr schön. So, wenn jetzt gleich Kohle reinkommt, müssen wir noch einen Fahrstuhl einpflanzen. Nützt nichts. Weil den brauchen wir unbedingt. 408 und alter Schwede. Zack. So, und weil wir so großzügig sind, bauen wir noch einen ein. Aber jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier das hier vielleicht mal fertig kriegen. Das wäre echt lustig, wenn wir das klappen würde. So. So, jetzt fehlt uns noch ein bisschen Flur, den müssen wir jetzt mal einbauen hier, weil wegen der Hübschigkeit. So, hier nochmal, zack. So machen wir es. Das muss klappen. Doch, das läuft schon gar nicht schlecht. So ist schon gar nicht schlecht. Noch bin ich, da wird noch nichts rot und alles super. Alter, so soll es sein. Genau so soll es sein. Jetzt haben wir noch 63.000 Mücken über. Ich möchte aber gerne anfangen, hier oben Hotelzimmer zu bauen. Ich weiß, man macht das nicht, aber damit das mal ein bisschen hier in Schwung kommt. So. Hotelzimmer. Die bauen wir einfach mal. Solange wir Kohle haben. Da ist jetzt schon vorbei mit. Hat nicht lange gedauert. Okay, gut. Na gut. Wir sind schon mal angefangen. Hotelzimmer. So. So sehen sie aus. Nicht? Ganz klein und handlich. Wie gesagt, ein bisschen Panne zu bauen, die Dinger. Vor allem die kleinen Teile. Vor allem, wenn du da nachher die Preise ändern willst, musst du das wirklich bei jedem einzelnen Zimmer machen. Das ist ein bisschen aufwendig. Das ist beim zweiten Teil natürlich nicht so, oder da ist das nicht so. Da hast du eine Rezeption. Also wirklich so ein Räumchen, wo die Rezeption ist. Und da kannst du wirklich für alle Zimmer das allgemein einstellen. Das ist ein bisschen einfacher. Das macht aber nichts. Das macht aber nichts. So ist das Spielchen und ich find's cool. Ich find's cool. So. Jetzt müssen wir noch die Woche abwarten. Nützt, glaube ich, nichts. Da kommen wir nicht drum rum. Oder hoffen, dass die Geschäfte hier unten richtig wir Gewinn machen. Die machen Gewinn. Die machen irre Gewinn. So, jetzt wollen wir mal sehen, wie das klappt hier mit dem Abbauen. Wie ist das mit Rot werden? Langsam werden sie rot, ja, das ist klar. Ich würde mal sagen, eine gute Idee ist, glaube ich, auch wenn wir einen Fahrstuhl von den Herrschaften hier in den dritten Stock setzen. Oder einen vierten Stock. Lass uns den mal einen vierten Stock setzen. Ich glaube, das ist eine gute Idee, weil der ist da ziemlich dicht dran. So, der fährt in. Zack. Jetzt könnten wir nochmal zwei Hotelzimmer bauen. Die Kohle haben wir. So, zack. Und zack. So. Was ist jetzt? Wir haben gar nicht den Weihnachtsmann gesehen. Ach, überhaupt. Das ist ja doof.
Haben wir gar nicht drauf geachtet. Der fliegt ja auch da durch, ne? Hab ich jetzt gar nicht drauf geachtet, Mist. Aber das, wir sind ja gleich durch. Quartal, drittes Quartal, wir sind ja bald soweit. Dann können wir den Weihnachtsmann mal gucken. Vielleicht kriegen wir den ja zu fassen. Im Moment läuft das ganz gut, finde ich. Das sieht gar nicht mal so ganz verkehrt aus. Das klappt. Mit dieses von nach oben und unten bringen, ohne dass die Extreme rot werden. Und jetzt wollen sie wieder nach oben. Ach du grüne Nonne, jetzt geht's wieder los. Freunde, Freunde, kommt in Gange. Doch, das läuft. Das klappt. Ein bisschen hakelig ist das immer. Also, ne? Man kann ja nicht da ein Wunder erwarten. Das geht ja nun mal nicht. Wie soll man das denn hinkriegen? Ich habe einen Frosch im Hals. Warum habe ich einen Frosch im Hals? So, 5000 Mücken. So, gleiches Wochenende. Und dann gibt es wieder Schotter. Dann können wir wieder ein bisschen was bauen. Was ist denn die Uhr? Gleich Uhr 4. Da haben sie gleich Feierabend. So, 5 Uhr ist Feierabend. Dann wollen sie jetzt alle nach Hause. Jetzt geht es nämlich los. Ha. So, ab nach Hause. Volle Fahrstühle, ohne Ende. Ja, gut, ich weiß, ich sehe schon. Aber die Hälfte von den Fahrstühlen fährt nicht. Warum nicht? Ach, die Rufbereitschaft muss ich durch ändern. Wann die anspringen sollen. Nochmal 35.000. Ist nochmal ein bisschen Kleingeld. So. Und wir haben wieder super Wetter. So, mal kurz. Oh, so war ich mal kurz weg, meine Güte. So, ich bin wieder da. Warte mal, auf die Kamera irgendwie anmachen, mein Gott. Ich war mal kurz weg hier. Da hat mich jemand vergessen, Licht am Auto auszumachen. Und das ist doof. Wenn das Licht anbleibt, kann man schlecht starten. So, wo sind wir jetzt? Wochenende. Wir haben das Wochenende gleich durch. Oh, gleich kommt die Kohle. Gleich kommt die dicke Kohle. Da ist sie doch. Haha. Wir können bauen, wie die Wahnsinnigen. So. Und zwar, das müssen wir haben und wir müssen die Service-Geschichte hier haben. So. Die brauchen wir natürlich und wir brauchen einen Fahrstuhl. Den dürfen wir nicht vergessen. Den setzen wir mal dahin. Wir brauchen auch noch nicht ganz nach unten fahren, glaube ich. So. Pass mal auf. So. Jetzt versuche ich das mal so ein bisschen hinzuschieben. Weil dann können wir gleich mal gucken, was da passiert. So. Jetzt fehlt es die Kohle. Wir können es aber nach oben schieben. Zack. So.
jetzt sieht es nämlich gleich so aus, dass die Hotelgäste hier kommen werden. Und das Tolle ist, wir können diesen Fahrstuhl nämlich mal ausmachen. Zack. So, wir können mal raufgehen. Ich schiebe den mal hier rüber. Ich will das nämlich sehen. Den kann ich nämlich durchsichtig schalten. Da ist es nämlich. Zack. Zack, hier ist er durchsichtig. Können wir besser gucken. Weil hier ist es nämlich schnurzpiep egal, aber schneller rauf und runter fährt, das ist vollkommen Hanswurst. Das macht überhaupt nichts. So, jetzt geht es nämlich unten los. Nee, noch nicht. Da sind noch die Büroangestellten. Die wohnen dann nach oben. Fehlt da irgendwie doch noch ein Fahrstuhl oder wie sieht's aus? Das ist ja ein Stress. Das artet den Stress auf so langsam. Nein, tut's nicht. So, was war das noch? 20.000. Aber die Dinger, die bringen uns natürlich jeden Tag Geld. 2.000, jeden Tag. Jeden Tag 2.000. Und das ist natürlich nicht schlecht. Das ist ein gutes Sümmchen, was man so nebenbei haben kann. Das wird natürlich ein bisschen schwieriger, weil wir jetzt ja in zwei verschiedene Geschichten investieren. Aber hier Büros und einmal in Hotels, das sind wie gesagt zwei verschiedene Sachen. Die Büroleute, die wollen ja morgens nach oben fahren und die Hotelgäste wollen oben also morgens nach unten fahren. Das wird so ein bisschen, na, mal sehen, wie wir das hinkriegen. Irgendwie kriegen wir das schon auf die Reihe. Sauer, guck mal hier, die werden schon vermietet. Geht schon los. So. Ich denke mal, wir kriegen das alles vermietet. Alles, wie es da ist. Warum fährt der... Der Fahrstuhl fährt nicht weit genug. Warum nicht? Nein, wir sollen nicht warten. So. 3. Der müsste da auch nach oben fahren. So, das müsste doch jetzt klappen. So. Sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Da wohnt jemand drin, siehst du? Ein Mann. Oder eine Person. Wie sieht es denn stressmäßig aus? Sind, glaube ich, in Ordnung. Alles gut. Alles gut. Kein Problem. 43, wir haben hier Platz für 2. Ich glaube, die kriegen wir jetzt nicht vermietet mehr. Ne, da fehlt ein bisschen Kohle. So, jetzt kommt die Kohle nämlich rein. Wenn die nämlich ausziehen. Da fehlt noch ein ganz bisschen. Ein ganz kleines bisschen bloß. Zack. Da kommt nämlich die Kohle rein. Das finde ich nämlich super. So, und gleich können wir sehen, wie die Putzfrau hier nämlich von oben nach unten fährt. Nein, hat sie schon. Ist sie schon. Da ist sie ja. Da ist sie in Gange. Da ist sie auch in Gange. Und die putzen immer von... Die fangen immer von links an. Die fangen immer von links an. Ganz egal, wie groß die Hütte ist, die fangen immer von links an. Die fangen immer von links an. Ganz merkwürdig. So. Noch läuft das einigermaßen. Wir haben wieder Platz für einen... Quatsch, hier. Ein... Nein, nicht genug Kohle. Da fehlt uns noch die Kohle für den Flur. Den haben wir natürlich nicht. Irgendwas ist ja immer... Irgendwas ist ja immer. Wenn die Wartezeit nicht wäre. Wenn wir das ein bisschen schneller machen könnten. Hallo! Seid gegrüßt! Hallo und willkommen! Jetzt kann ich es nicht lesen. Ich kann es nicht lesen. Ich kann nicht lesen, wer da ist. Mensch, tut mir leid. Ich sage aber herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich konnte es wirklich nicht lesen. Das war so eine helle Schrift auf dem hellen Hintergrund, mein Himmel hier. Ich konnte es nicht lesen. Tut mir echt leid. Tut mir furchtbar leid. Ach, wie ärgerlich ist denn sowas? Das ärgert mich jetzt. So. 21.000. Wir haben schon zweites Quartal. Und die Hotelzimmer sind natürlich auch am Wochenende belegt. Das ist natürlich das Tolle. Die sind die ganze Woche durch. So, lass sie doch jetzt bitte mal alle nach Hause kommen, ohne dass sie rot werden. Immer die untersten.
Ja, das sind immer die Gearschten, ne? Ah, die können ja auch die Treppe nehmen. Das ist das Kleinste hier. Zweimal Treppe nehmen, sind die unten. Denn vor allem, wenn die ganze Zeit im Büro hocken, dann können sie auch ein bisschen abspecken. Nur so als Idee. Alles gut. Super, super. So. 51, wir haben die Kohle. Wir haben die Kohle. Wir können wieder ein bisschen was basteln. Das hat geklappt. Und da kriegen wir noch einen mehr rauf. Siehst du, dann auch gleich belegt. Super. Bringt uns alles schön Schotter ein. So, und jetzt läuft die Kasse. Und das auch noch am Wochenende technisch, Alter. Das bringt ja richtig Schotter. Ein bisschen mehr noch. So, ein bisschen mehr noch. So, passt denn. Sind die alle ausgezogen jetzt? Alle raus? Alle raus? Dann hat es gepasst für zwei Zimmer. Das ist doch nicht schlecht. So, wir haben Wochenende. Und wir machen ein gutes Geschäft, muss ich sagen. Wir hatten echt einen super Überschuss. Wie ist das jetzt? 11 Uhr? Wie ist das hier unten? Noch ist es rot. Quatsch, so weit wollte ich gar nicht runter. Ich wollte dahin. 5000. Yesterday. Gestern habe ich 5000 gemacht. Mhm. Ja gut, diesmal ist noch früh. Die haben gerade das aufgemacht. Also dann kann das nicht sein, dass die da schon mit dem goldenen Handtuch wedeln. Also so schnell geht's nicht. So, die kriegt das hoffentlich alles sauber. Ich gehe da mal von aus, ich gehe da echt mal von aus. Weil ich habe das auch schon gehabt, das war, glaube ich, ein bisschen breiter sogar, das Dingens. Und ich habe, glaube ich, 3 Reihen Hotelzimmer gehabt. Und da waren hier die letzten 2, 3, die waren nachher Schädlingsbefall. Also da musstest du wirklich die Dinge abreißen. Ist doof, aber gut, kann passieren, ne? Ein oder zwei Nächte, das kriegen wir noch so gerade überbrückt, so 2 Nächte, also 2 Tage. Aber dann ist Schluss. Also dann hast du da Schädlinge drin. Dann musst du den Mist abreißen und neu bauen. Tja, und dann muss man halt eben in zweites Büro für die, oder für zweite Putzkammer musst du investieren, damit das ein bisschen schneller geht. Brauchen wir ja noch nicht. Alles ruhig noch, ne? Alles verdächtig ruhig hier. Alles verdächtig. Ah, jetzt kommen sie rein. 519, 521. Wenn wir die 1000 voll haben, dann kriegen wir wieder ein bisschen, kriegen wir noch ein Sternchen dazu. Das sollten wir vielleicht noch schaffen. Elftausend. 535 am Wochenende. 29. Da kriegen wir noch ein Zimmerchen mehr hin, aber das kriegen wir, glaube ich, nicht mehr vermietet, oder? Doch, tatsächlich, kriegen wir noch vermietet. Die sind ja fix, die Jungs. Also die kriegen ja ganz fix mal da so ein Gebäude hin, also so ein Zimmer da reingeklüdert. Das ist ja irre. 449.000, Alter. Das ist Kohle. Das ist schön viel Geld. Da können wir hier ein paar Zimmer noch einbauen. Na? Und ich werde wahnsinnig. Das passt sogar mit der Breite. Das ist ja irre. So, und dann machen wir hier oben nochmal was drauf. Ich muss mal hier unser Teil so ein bisschen wegnehmen. So, pass mal auf, wie machen wir das? Machen wir jetzt nochmal eine Reihe und dann nochmal Putzfrauen, würde ich sagen, nicht? Ich glaube, das wäre so eine Maßnahme. So. Aber so viel Kohle haben wir nicht. So viel Kohle haben wir nicht. Siehst du, da hältst du mich schon auf. Okay, so. Wir können aber hier den Fahrstuhl ein bisschen nach oben ziehen. Was kostet uns denn die Putze? 50.000. Haben wir nicht über. Verdienen wir vielleicht heute Abend, wenn die Zimmer alle belegt sind. Ich glaube, die müssen wir auch investieren. Weil sonst kriegen wir hier Probleme, das sauber zu kriegen. Ich glaube, dann wird das ein bisschen böse. Das muss ja nicht sein. Warum hängt der Fahrstuhl schon wieder fest? Alter Schwede. Warum hängt der fest da? Der soll da nicht stehen.
Der soll nach oben und unten fahren. Warum macht er das nicht? Fahr nach unten. Blöder Fahrstuhl. Werde ich dir mal helfen. So. 17. Was habe ich Uhr jetzt? Ist gleich halb drei, halb zwei. Zeit läuft. Aber so langsam kriegen wir das auf die Reihe. Und so langsam kommt auch die Kohle rein. Das finde ich auch gut. So, wo setze ich den immer hin, dass er uns nicht im Weg ist? Hier so ziemlich? Oder so? Pass mal auf dahin. So. So, gleich wollen sie nämlich alle wieder nach Hause. Wie die Wahnsinnigen. Und unsere Hotelkäste. Die Gästekäste, die kommen. Rein ins Zimmer und wieder raus, weil die unten was essen wollen. Typisch. Können sich immer nicht entscheiden. So. Wir müssen da echt noch in Fahrstuhl investieren. Weil das sieht echt schlecht aus. Sieht furchtbar aus. Furchtbar schlecht aus. Ach. Na gut. Ich meine, rot ist rot, ne? Ich meine, ist schon doof. Zack. 47.000. Ach, knapp daneben. Knapp daneben. Hätten wir noch gern gehabt. Hätten wir echt gern gehabt, nicht? Oder? Sollen wir es investieren oder sollen wir es nicht machen? Nee. Jetzt kriegen wir sowieso keine mehr rein da. Wir müssen es abwarten. So. Genau, die Putzkräfte bauen wir mal hier oben ein. Suppi. Wollen wir den Fahrstuhl mal nach oben schieben. So, jetzt fährt er nämlich auch hier hoch und dann holst du den Pump, werden die ja auch abgeholt. Und da unten verteilt. Sehr schön. Ach, ist das herrlich. Herrlich, wenn sowas mal klappt. Halt. Ach, da fehlt Kohle. Naja, klar. Ohne Kohle ist logisch. Das geht dann irgendwie nicht. Ach, wir können doch mal den... Nee, warte mal. Doch, können wir nicht machen. Halt mal. Nee, es reicht nicht ganz. Reicht nicht ganz. So, Freunde. Kriegen wir das hier zurecht? Kriegen wir das vor allem nicht sauber? Das ist die Frage. Ich weiß gar nicht, wie viel Putzenräume wir haben mussten. Ich glaube, alle zwei Stockwerke, das glaube ich passte so ungefähr. Ich weiß das gar nicht mehr genau. Ist ja auch schon eine kleine Idee her, nicht? Darf man ja nicht vergessen. Alter, was war das denn? Das war ein Leerlauf. Vollladen hier, vollladen. Ich wollte gerade sagen, nicht hier, nicht umsonst hier. Noch sieht das nämlich alles ganz gut aus. So, warte mal, können wir den jetzt raufschieben? Nee, ne? Doch, geht, alles klar. Dann kriegen wir die auch mit belegt. Das finde ich doch mal wieder super. So. Uns fehlt ein bisschen Kleingeld. Ein bisschen. 510 haben wir. Ist nicht das Dicke. Aber das läuft ja soweit. Ist ja kein Problem jetzt. Im Moment geht's echt gut. So. Lala. Ach, das ist rot. Rot ist schlecht. Warum fährt der Fahrstuhl da vorbei? Rot ist ganz doof. Das müssen wir kurz mal klären hier. Was ist denn hier ein Problem, Freund der Sonne? Rot ist ganz doof. Rot ist echt doof. Das ist doch Express nach oben. Warum ist hier ein Problem mit?
Das kann doch nicht sein. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder was? Na gut, okay. Es gab ein bisschen Geld. Ich weiß nicht, das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Ja, sind zwar schnell im Bauen, aber... Nee, haben wir diesmal nicht geschafft. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Aber da kommt die Kohle rein. Ich will mal einmal schauen, wie viel wir da verdienen. Das wäre ja mal ganz interessant zu sehen. Ich weiß gar nicht, was haben wir auf dem Konto? So viel war es, glaube ich, gar nicht. Och, der Rubel rollt ja ordentlich. 115. 100.000 verdient. Ich glaube, 15.000 hat mir drauf. Ich meine irgendwie sowas, ne? Kann das sein? Ich meine irgendwie sowas war's. So. So, dann können wir das hier schön voll machen. Ah! Kredit ist ja nicht bei dem Spiel. Also kriegst ja keinen Kredit. Das ist nichts. Da ist nichts zu holen dran. So. Vier Fahrschüler haben wir da jetzt drin in dem Apparat. So weit, so gut, nicht? So. Hotelzimmer werden auch sauber gemacht. Ich weiß gar nicht, wie lange die das machen. Ich glaube bis drei oder ich glaube bis vier. Bis vier und dann muss das fertig sein. Und wenn das nicht fertig ist, dann sieht das schlecht aus. Aber das sind, glaube ich, dann die ersten Sachen, die sie morgens machen, wenn sie anfangen. Aber wir haben ja wieder Wochenende. Oh Mensch, gleich kommt wieder richtig Geld rein. Da können wir wieder ordentlich bauen. So. Siehst du, die Population steigt wieder. 5, 35, 36. Oh, das geht nach oben. So, jetzt können wir dem Fahrstuhl auch mal sagen, dass er am Wochenende ein bisschen fixer nach oben muss. Also nach unten muss. So, Express nach unten. Haben wir noch auf dem Konto. Einfach 100.000 abgegeben. Ja, klar. Logisch. Ganz logisch. Jetzt können wir noch ein Zimmerchen bauen. So viel Kohle haben wir. Und das hätten wir auch noch... Ja, siehst du? Das war das Einkommen von unseren hier Schnellrestaurants hier unten. Fastfood-Kette. Fastfood. Fastfood. Die hauen sich nur Fastfood hier rein. Wie gesagt, da fehlt uns, glaube ich, noch, ich glaube, ein Sternchen. Ein Sternchen mehr und wir dürfen auch richtig Restaurants bauen. Alter Schwede, der Rubel rollt, der rollt. So, wir haben fast 500.000 auf der Nadel. Aber jetzt nicht mehr, jetzt rollen wir das ein bisschen ab. So. Zack. Ein bisschen schwierig, hinter dem Fahrstuhl zu bauen, aber... Wir geben uns die größte Mühe. So. Und mich ärgert hier eine Fliege. Mich ärgert hier eine Fliege. So eine Art von Haus hier, die mag ich nicht besonders. Sag mal, ist mein Maus eingeschlafen hier oder was ist los? Hallo? So, mein Freund. Hey. Ah! Ah! Fast fertig geworden. Haben wir fast 500.000 ausgegeben. Na gut, wir haben aber was geschafft. So. Ich will gerade sagen, sehen die Zimmer anders aus wie diese hier? Natürlich sehen die anders aus. Okay. Klar, die sind anders gestellt. Die sind ein bisschen anders gestellt. Okay, okay. So, Freunde, fahrt nach unten und sammelt die Leute ein. Die wollen ja wieder... ins Büro, die wollen wieder eine Runde arbeiten. So.
So, ich will mal kurz gucken. Quatsch, den oder nicht. Den wollte ich haben. So. Da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Putzfrauen jedes Mal. Das müsste eigentlich reichen. Ich glaube, alle 2 Stockwerke müsste das passen. Oder alle 3, ich weiß das gar nicht mehr genau. Da kommt drauf an, wie breit das ist, ne? Also wenn das breiter wird, dann musst du fast in jedem Stockwerk sowas haben. Schadet auch nicht. Bloß wenn man so guckt, das kleine Ding, das sind wir. Und wir haben mörder viel Platz hier. Wir können das ganze Ding komplett ausfüllen. Theoretisch könnte man das. Ich habe es immer nicht gemacht. Ich habe mal versucht, so dieses Format zu behalten und vielleicht ein bisschen breiter zu machen. So doppelte Breite. Okay, das war das Max, was ich so versucht habe. Aber jetzt wollen sie alle nach Hause. Oh, 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 das sieht schon wieder schlecht aus. Och, du Schande. Ich glaube, das ist, glaube ich, schnurzpiepegal, wie viele Fahrstühle wir da reinbasteln. Auch wenn wir da 20 drin haben, die würden trotzdem beim Meckern sein. Natürlich, natürlich, natürlich. Es gab ein bisschen Geld, ein bisschen Geld. So, noch ein Zimmerchen hier. Und belegt. Schön. Schön, wenn es läuft. Schön, wenn es echt läuft. Das ist herrlich. Sehr schön. Und da kommt wieder die Kohle rein. Ach, das ist sowas von herrlich. So, zack. Zack. Und zack. Die beiden Stockwerke, die haben wir auch wieder fertig. Sehr schön. Das haben wir jetzt 11. Wir sind fast an der Sky-Lobby dran, nicht mehr weit weg. Nicht mehr weit weg. Ich denke mal, wir müssen noch mal in den Fahrstuhl investieren. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. So. So in dem Format, in dem Bereich. Siehste, dann ist ja schon wieder jemand glücklich geworden, dass er nicht zu lange warten musste. So, was haben wir jetzt da? Aber wir hängen irgendwie. Das ist doch. Warum juckt mir die Nase so? Krieg ich noch eine drauf? Nee, das glaube ich nicht. Siehste wohl. Schön, das läuft. 35.000. Oh, wir haben ja. Gut, nein, wir können nichts machen. Wir können nichts machen. Das ist das Problem. Wir können nichts machen. Wir hätten eventuell hier noch ein bisschen weit breiter machen können, aber nee, das lassen wir so. Das ist gut so. Das ist okay. Nein, wir schrauben da nicht dran rum. Jetzt nicht. Wir machen da noch den Rest machen wir auch noch mit Hotelzimmer voll. Gehe ich mal, denke ich mal. Oder wir hätten, wir sind auch doof, ne? Wir hätten auch eine Eigentumswohnung machen können hier oben. Wäre noch schneller gegangen. Naja, gut. Na, nur sind sie da. Das kann ich sie nicht mehr abreißen, das wäre doof. Nein, ich baue das jetzt fertig hier mit 11. Das ist nicht mehr weit bis zu 15. Also bis zu 14. Oder wir machen die 14, machen wir, würde ich sagen, wir machen das als leere Geschichte. Da können wir dann später noch Geschäfte einbauen. Ja, würde ich sagen, das machen wir so. Das machen wir so. Das als leere Geschichte machen wir das und dann können die da rauf und runter fahren. Haben wir da noch Geschäfte da oben. Geschäfte oder jetzt im Restaurants oder sowas. Das können wir da noch einbauen. Das wäre noch eine Maßnahme. Aber eher nach oben. Nach unten ist doof. 65.000. So, bitteschön. Ein bisschen Zimmerle. Mehr können wir nicht machen. Nein, immer noch nicht. Ach, schade. So. Kriegen wir einen mehr raus? Nein, leider nicht. Schade. 19,5.
500 fehlen uns. Na gut, 500 ein bisschen. Wir haben mal wieder Wochenende. Alter, es gibt ja wieder dickes Geld. Gleich kommt die Kohle. Gleich kommt die Kohle. Zack. Ach nee, wir sind jetzt am Wochenende. Wir müssen das Wochenende noch abwarten. Aber wir hätten gleich Platz für noch ein bisschen Haushaltshilfen. So und zum Beispiel so. Wir wollen ja nicht mit Geizen, weil wir wollen ja nicht, dass da irgendwas passiert im Rahmen von Ungeziefer. Das wäre ganz doof. Und vor allem, wenn wir das denn breiter machen, später, irgendwann, vielleicht, eventuell, dann kann es ja passieren, dass dann haben wir auf jeden Fall genug Putzkräfte. Da geht das ratzifatzi. 73, wir haben ein bisschen Kohle über. Wir können noch ein bisschen was zimmermäßig basteln hier. So. Und jetzt fehlt uns natürlich die... Naja. Hätte ich den Fahrstuhl da oben schieben müssen? Hätte ich das machen müssen? Ja, hätte ich machen müssen. Naja, gut. Egal. Auf jeden Fall sind die Zimmer gleich picobello. Die sehen sogar richtig fix. Noch nicht mal 1 Uhr und die sind schon fertig mit ihrer Arbeit. So, wunderbar. Zimmer sind sauber. Das können wir nämlich hier oben gucken, wenn wir auf Hotel klicken. Dann sehen wir das. Dann würde uns das anzeigen, wenn irgendwo was dreckig wäre. Zum Beispiel hier unten in der kleinen Anzeige würde uns dann sagen, da ist noch ein Zimmer nicht sauber, aber hier ist ja alles schicko. Preismäßig auch alles gut. Da ist ein bisschen gelb. Aber wie gesagt, das ist noch früh am Nachmittag, also am Tag. Das ist noch nicht mal 1 Uhr. Ich meine, dann kann das schon mal sein, dass das nicht ganz so hinhaut, aber das kommt noch. Das kommt noch. So. Wochenende. 3 Uhr. Und ich glaube, das sieht jetzt auch gut aus. Siehst du, hat gesagt, alles gut, alles blau, alles wunderbar. Alles perfekt. Sehr schön. Und gleich kommt, vor allem die richtig dicke Kohle wieder. Dann hoffe ich mal, dass wir die Etage auch fertig kriegen. So, dann hätten wir das hier, dann müssen wir glaube ich noch, was haben wir, 11, 12, 13, 14, eine Etage mehr noch, Hotelzimmer. Dann hätten wir das auch fertig. Dann hätten wir das auch im Sack. Dann könnten wir da auch die Skylobby hinsetzen und hoffen, dass wir mal die 1000 zusammenkriegen. Aber das schaffen wir glaube ich nicht, also das wird nichts werden. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht, müssen wir ein bisschen in die Breite bauen. Ein bisschen. Eventuell müsste man das. Damit wir die Expressaufzüge kriegen, weil die haben wir noch nicht. So. Alle Zimmer wieder belegt. Ja, bis auf da oben die beiden, aber die könnten wir noch. Vielleicht schaffen wir das noch. Nee, schaffen wir nicht mehr, ne? Nee, schaffen wir nicht mehr. Doch, doch, doch. Die werden noch. Guckt einer an da. Sehr gut. Wir kommen nicht weiter rauf. Nein, schaffen wir nicht. Schade. Wäre natürlich noch was gewesen. Naja, Pech. 421.000. Geld, das man gerne mitnimmt. Da ist man ja nicht. So. Halt. So. Zack. Mal sehen. Kriegen wir das noch hin? Ich glaube nicht. Natürlich nicht. So, so, und das war's. Und das war's. So, aber wir machen das immer hier ein Stockwerk höher. 13. Jetzt passt das, glaube ich, nicht mehr fast ins Bild rein. Das Bild war früher nicht größer. Es war nicht mehr. Leider nicht. Leider nicht, leider nicht, leider nicht. Da ist noch ein bisschen Kohle. So.
Die werden mir zu doll rot. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Hm. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Wie gesagt, ist nicht so einfach. Da fehlen auf jeden Fall Aufzüge. Also, da fehlen auf jeden Fall noch Kabinen hier drin. Wir müssen noch mehr Kabinen da reinbauen. Aber das kriegen wir jetzt nicht zusammen. Das kriegen wir nicht zusammen. Halt, stopp. Nein. Kriegen wir nicht zusammen. Das müssen wir erstmal hier. Investieren wir das nochmal in Zimmerless. Dann haben wir das nämlich auch zusammen. Ist halt so. Lala, lala, lala. Gleich wollen sie alle nach Hause. Ein Stündchen noch, wir wollen sie nach Hause. Dann haben wir wieder Terror hier. Jetzt geht's los. Wie die Wahnsinnigen. Wir wollen nach Hause, wir wollen nach Hause. Ja, ja, wir sind schon dabei. Wir geben unser Bestes. Ach, du grüne Neune. Ah, ach, nein. Ja, schön. Warum geht denn, nimmt ihr nicht die Treppe? Das ist doch viel einfacher. Vor allem geht das viel schneller. Ja, ich würde, wie gesagt, ich werde auch sauer sein. Um 5 Feierabend und er ist um 9 aus dem Gebäude. Ich würde auch durchdrehen. Ach ja, wie schön ist das. So, pass mal auf. Da. Zack, nochmal ein Zimmerchen hier ran. Das kriegen wir auch noch vermietet. Natürlich. 712. 712, nicht weit weg von der 1000. Nicht weit weg. So, macht Licht aus, damit das hier schneller über die Bühne geht. So. Zack. Das läuft. So. Jetzt kriegen wir natürlich nicht alle, ja, so zufriedengestellt. Das ist das Problemchen. Das ist diese Sache von wegen, Büros haben andere Techniken, also andere Zeiten wie unsere Hotelgäste. Die sind natürlich jetzt ein bisschen angenervt, dass sie so lange warten müssen. Hm. Aber zum Glück haben wir hier keine Suiten drin. Da kommt uns kein VIP entgegen. Der macht uns da kein Ärger. So, pass mal auf. Gehen wir das hier zurecht, dass wir hier... So, 2... 6... 7, 8... Jetzt brauchen wir noch eine Reihe. Eine Reihe hier oben. Zack. Ach, die Kohle fehlt. Logisch, klar, natürlich. Aber wir können das hier noch weiter nach oben schrauben. 14. So, und diesen Fahrstuhlschacht können wir über, glaube ich, über 30 Stockwerke können wir den schieben. Das ganze Ding über 30 Stockwerke. Könnte man theoretisch machen. Aber 30 Stockwerke ist natürlich, nicht? Ist eine ganze Menge, was er bearbeiten muss. Deswegen ist das praktischer, nur über 15 Stockwerke den laufen lassen. Weil wenn die den weiter hoch wollen, müssen die halt eben in der Sky Lobby nachher umsteigen. Mal auf, die können wir vielleicht mal bauen. Können wir die bauen überhaupt? Ich weiß gar nicht. Haben wir da Kohle für? Ich glaube nicht. Pass mal auf, können wir die bauen? Nee, 1000er reicht nicht. Reicht nicht, wir müssen ein bisschen mehr Kohle haben. Da müssen wir echt ein bisschen mehr zusammen gerafft kriegen hier, sonst wird es nichts. So. So, komm, in Gange. Wir haben auch hier Fast-Modus angemessen. Nee, haben wir, klar. Los, lauf, 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 lauf. Aber so ist es halt. Wenn ich jetzt vorspulen könnte, dann würdet ihr das natürlich sehen können. Mit diesen ganzen tollen Sachen, die man danach noch einbauen könnte, wie das ganze, wie das Kino-Geschichte oder die Party Hall oder die ganzen Restaurants, die du da bauen kannst und die ganzen Geschäfte, die dann noch alle extra sind und U-Bahn und die ganzen Röntgen, aber das kann man ja zum Beispiel nicht. Kann man ja nicht. Aber ihr habt schon mal so einen kleinen Einblick gekriegt, wie das
Spiel damals so, oder wie das Spiel ist, wie das für damalige Zeiten war, war das echt cool gemacht. Und vor allem die Idee dahinter, die fand ich schon echt nicht schlecht. Er wollte nur einmal sehen, wie das mit der Aufzugsgeschichte funktioniert, wie die zusammenarbeiten. Dass das nicht einfach nur so, ja, das ist schon echt, da musst du echt schon überlegen, da musst du echt gucken, wie das zusammenpasst. Warum hält denn da kein Fahrstuhl, sag mir mal, bitte schön. Das ist doch nicht zu fassen, halt doch mal an da. Die wollen auch nach Hause irgendwann. Wenn ich jetzt Kohle hätte, hätte ich da noch einen Fahrstuhl eingebaut, aber hab ich ja nicht. Aber 31.000, da könnte ich noch oben ein Zimmerle bauen, aber das wird nicht besetzt werden. Oh doch, tatsächlich, wird doch noch besetzt werden. So, dann haben wir die alle hier unten, die ganzen Fahrstühle. Ich meine, Fahrstühle. Die ganzen Kabinen haben wir hier unten. So, weil der Rubel rollt. Jetzt werde ich die Reihe nochmal fertig machen hier. Ich weiß jetzt nicht, wir kriegen doch eine ganze Ecke Kohle zusammen. So. Vielleicht nochmal die Sky-Lobby, also die Sky-Lobby-Geschichte zeigen, wie das aussieht. Nämlich da ist sie. So. Und die würde hier hinkommen. Das wäre die Sky-Lobby. 38.000. So. Die sieht ein bisschen anders aus wie die untere. Aber das macht ja nichts. So, pass mal auf. 28 habe ich noch Kohle für einmal mehr. So. So, zack. 6.000 haben wir noch über. Und die kriegen auf jeden Fall die Zimmer noch sauber. Da gehe ich von aus. Ja, natürlich kriegen sie sauber. Ach, logisch. Gar kein Problem. So. Kurzer Blick auf die Uhr. 6.000 haben wir noch. Naja. Aber wir haben Wochenende. Das gibt natürlich gleich richtig fette Kohle. So, die letzte will jetzt auch nach Hause. Da oben ist sie, genau. So, das haben wir auch. Wundervoll. Jetzt warten wir natürlich auf Kundschaft. Das ist natürlich hier unten. Da bewegt sich eine ganze Menge. Wie gesagt, man hätte das natürlich lieber gehabt, wenn man dieses Fenster noch größer gemacht hätte. Aber das, wie gesagt, geht halt eben nicht. Geht halt eben nicht. So. Und wir haben natürlich auch die Security. Habe ich schon erzählt? Ja, ne, habe ich, ne? Die suchen natürlich später mal, wenn eine Bombendrohung ist oder sowas, dann laufen die nicht rum und suchen die. Und die suchen nicht über, die fahren keine Fahrstühle und gar nichts. Die laufen hier über die Feuertreppe rauf und runter. Also die brauchen doch schon ein bisschen Zeit, um das zu machen. Und dann bewegt sich im ganzen Hotel nichts. Also im ganzen Gebäude bewegt sich dann nichts. Da kein Fahrstuhl, kann gar nichts. Das ist wirklich, da steht alles still, weil die suchen dann die Bombe. Und, wäre natürlich vorteilhaft, wenn die denn rechtzeitig gefunden werden. Sonst haben wir echt ein kleines Problemchen. Dann haben wir ein kleines Löchle. Irgendwo. Weil da sind ja doch genug Leider, die das dann nicht wollen, dass wir denn so erfolgreich sind. Und bauen nochmal fix eine Bombe ein. So. Wir haben noch Kohle für einen Zimmer, der hier. Ich glaube, das kriegen wir nicht mehr belegt. Eventuell, doch, kriegen wir noch belegt. Bis 0 Uhr, glaube ich, klappte das. Siehste. Haben wir alles belegt gekriegt überhaupt? Weiß ich jetzt gar nicht. Doch, alles belegt. Sehr schön. Ja gut, wie gesagt, Wochenende 412.000 plus die ganzen Hotelzimmer, die wir da haben. So. Jetzt mache ich das da oben nochmal fertig. So, pass mal auf, hier, das machen wir fertig. So. Oh, wat. Nochmal mehr. Zack. Und den letzten auch noch. So. Machen wir die Sky Lobby auch nochmal durch. Genug Kohle haben wir ja dafür. So, bis dahin. Zack, Sky Lobby. Und jetzt können wir den Fahrstuhl bis da hochfahren lassen.
Und jetzt könnten wir hier oben theoretisch nochmal frisch anfangen und sagen, hier oben, jetzt gehen wir mal hier ein bisschen weiter rauf. Aber wir brauchen noch, auf jeden Fall brauchen wir hier noch, pass mal auf, wo setzen wir die denn hin? Wir brauchen noch Fahrstühle. Zack. Und die wollen wir mal hier hinpflanzen. Ach, das fehlt uns die Kohle für. Klar, natürlich. Das war logisch. Ja klar, der Apparat kostet ja auch 80.000. Dürfen wir nicht vergessen. Das ist natürlich eine Menge Holz. So, schade. Jetzt müssen wir doch noch ein bisschen warten. Ich wollte eigentlich noch gerne mal fix da oben. Da könnten wir nämlich dann auch wieder Geschäfte einbauen. Oder auf jeden Fall Flure machen, dass wir da später Geschäfte machen können. So, ich setze hier mal einen Flur hin. Und das machen wir mit dem genauso. Ich glaube, wir machen zweimal hoch. Das machen wir so. Weil dann können wir ein bisschen vorplanen. Ich weiß nicht, wie weit können wir bauen. So. Wir setzen hier zweimal zwei blinde Stockwerke. Da kommen nachher Restaurants rein oder auch Geschäfte kommen da später rein, weil wir werden hier oben drauf nämlich Wohnungen bauen. Hier oben werden wir Wohnungen bauen. Wir haben tatsächlich null. Das habe ich glaube ich noch nie gehabt. Null? Habe ich glaube ich noch nie gehabt. Hm, auch nicht schlecht. Dann haben wir null. Auch mal cool. Ich glaube, das habe ich echt noch nie gehabt. Mal null auf dem Konto. Also im Spiel jetzt. Hier ist natürlich wieder High Life und Konfetti. Warum ist das denn schon wieder so weit? Das kann doch nicht wahr sein. So, lass sie doch mal nach Hause kommen. Irgendwie, auf jeden Fall. Die Fahrstühle sind zu klein. Wir sind einfach zu klein. Wir brauchen die großen. Ach, ist das ärgerlich. Hm. Die passen doch alle da nicht rein. Niemals. Du bist jetzt 9 und die sind immer noch nicht zu Hause. Die ziehen doch bestimmt bald aus. Ich sehe das schon wieder kommen. Aber noch alles gelb, noch alles noch gut. Also nicht, jetzt noch nicht, kein großes Gemecker, kein großes Gequake, alles noch im Grün. 30.000. Aber wir haben ja soweit alles zurecht. Hier unten ist alles super. Soweit so gut. Viertes Quartal. Das heißt, der Weihnachtsmann müsste bald kommen. Den müssen wir doch einmal sehen, bevor das hier alles vorbei ist. Wir müssen einmal darauf achten, dass wir den sehen. Vielleicht sehen wir den sogar. So, das läuft nach oben. Dann können wir oben, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie weit wir da kommen. Da, den Flur. Bis dahin. Halt, stopp. Sky Lobby, hier müssen wir noch fertig machen. Bis da. So. Und den Flur natürlich zweimal bis dahin. Und hier genauso. So. Das machen wir so. Und wir wollen dann natürlich, wir wollen nicht über die 15 raus. Wir wollen natürlich dann nochmal frisch anfangen. Deswegen brauchen wir nochmal einen Fahrstuhl. Und den werden wir, wo werden wir den hinpflanzen? Das ist ja die Frage jetzt. Den setzen wir mal hier hin. So. Zack, zack. So da oben hin. Und jetzt haben wir natürlich keine Kohle für eine Wohnung. Die kostet nämlich 80.000. Die würden wir schön hier oben rauf setzen. Aber das geht natürlich schade. Aber ohne Fahrstuhl wird es natürlich nichts. Das ist natürlich sehr problematisch. Das wird nichts werden. Das wird ohne Fahrstuhl nichts werden. So, in den großen Finger. So, mal einmal weiter nach oben. Jetzt würde das so sein, dass wenn wir jetzt hier oben drauf bauen, fahren die mit dem Fahrstuhl hier oben in die Sky Lobby und steigen um in den nächsten, damit sie weiter nach oben in unser Hochhaus kommen. Und das würde natürlich später, wenn wir den dritten Stern kriegen, glaube ich, dann haben wir die Expressaufzüge. Und die laufen nur von einer Sky Lobby zur nächsten. Also das. Die bedienen nur diese Sky Lobby-Geschichten. Nirgendwo anders. Die halten nirgendwo anders. Und natürlich im Keller. Die fahren auch im Keller runter, wenn man das denn angibt. Wenn man denen sagt, okay, du fährst auch im Keller runter, dann machen die das natürlich auch, aber sonst, wie gesagt, nicht. So. 45.000. Das sind keine 80. Na gut, fast Wochenende. Fast Wochenende. Alter, hier, was ist das denn? Die Zimmer werden nicht sauber.
Oh, hier sind zwei Zimmer, die nicht sauber werden. Da fängt er schon an. Da geht er schon los. Schlecht. Schlecht, schlecht. Da sind schon zwei, das sind 4000 Mücken, die wir uns durch den Lappen gehen, die wir nicht... Also, das ist doch... Das kann doch nicht angehen. So. Warum bedient er das nicht jetzt da unten? Warum nicht? Da fehlt doch wieder ein Fahrstuhl. Wir müssen echt noch einen Fahrstuhl rein. Was kriegen wir jetzt rein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. 2, 3, 4, 5, 6, 8 Stück. 8 Kabinen kriegen wir da rein. 8 Stück. Ganze 8 Stück. Ganze 8 Stück kriegen wir da rein. Wir müssen den echt voll machen. Den Apparat. 75.000. Immer noch keine 80. Schade. So. Aber es gibt einen kleinen Trick. Wenn wir den, setzen wir das nochmal nach unten. Zack. Da gibt es einen kleinen Trick. So, gleich ist es sowieso soweit, dass sie das Wochenende. So, jetzt fährt der Fahrstuhl nämlich nach oben und holt die ganzen Herrschaften ab. Und der Rubel rollt. Jetzt können wir nämlich hier Eigentumswohnungen bauen. So, die kosten 80.000. Und wenn wir die jetzt hier hinsetzen, zack und zack, da steht er drauf zu verkaufen. Und wir haben ja... Ja, warte mal, warten wir jetzt mal ab da. Denn, können wir... Kriegen wir noch die 80.000 hin für die nächste? Einmal noch zeigen hier, kurz. Ja, natürlich, so. Denn gehen wir da nämlich mit unserem kleinen Äuglein drauf, zacki. Und dann können wir sagen, hier, verkauf das Ding mal für 200.000. Und nicht für 150, sondern für 200.000. Das können wir nämlich nur machen, wenn das Ding leer steht. So, und deswegen habe ich den Fahrstuhl nicht gebaut. So, wenn ich nämlich jetzt den Fahrstuhl noch umziehen würde, dann wären die verkauft. Das ist nämlich das, was dabei ist. Dann können wir nämlich das hier auch noch fix mit verkaufen, also hier mit umbauen, dass wir sagen, hier 200.000. Das kann auch sein, dass es nach hinten losgeht, dass sie sagen, das macht keinen Spaß, da zu wohnen oder wie auch immer. Das kann ja sein. So. Das passt nicht. Ach, das passt nicht. Doch, passt. Oh, mein Glück. Da haben wir ein Glück. Das passt. So, jetzt können wir da ein bisschen Kohle rausholen. Das haben wir. 200.000. Die Hütte. Machen wir auch mal 200.000. Machen wir die ganze Reihe durch. Das ist doof. Wir müssen wirklich jedes einzelne Apartment müssen wir so durchklicken. So, aber da hätten wir natürlich auch nicht Schotter. Da kannst du auch nicht gut Kohle machen mit den Dingern hier. Zack. Und verkauft. Jetzt haben wir sogar 1,5 auf dem Konto. Das doch mal nicht schlecht ist. So, jetzt rücken wir dann ein bisschen nach oben. Jetzt können wir hier das gleiche nochmal machen. Und nur Wohnungen hier rein. Mal sehen, wie weit wir da kommen. So. So. Siehst du? Das ist doch gar nicht schlecht. Gehen wir da nochmal zwei hin. Das wäre natürlich jetzt das Goldene. Ups. Das ist jetzt doof gelaufen. Das ist jetzt sehr doof gelaufen. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Jetzt haben wir da so einen kleinen Knick drin, ne? Dann könnten wir ne... Ja, das ist wieder doof. Das können wir ja doof. Pass mal auf, jetzt machen wir es anders. Schieben wir das mal da oben. Zack. Und verkauft. So schnell geht's. Der Rubel, der rollt. Auf jeden Fall hier. Das ärgert mich jetzt extrem. Das ärgert mich extrem. Dass wir da so weggerutscht sind. Sind wir schon wieder weggerutscht? Nee, ne? Aber macht keinen Ärger. So. Dazwischen. So. Es ist dunkel, also wir kriegen das nicht verkauft jetzt. Dann müssen wir warten bis morgen. Dann haben wir das auch verkauft. Und, jetzt haben wir einen Fahrstuhl hier drin, dann können wir ruhig noch einen mehr einbauen. Da noch mal einen reinbauen. Wir können da auch noch einen mehr einbauen. Ist ja nicht das Problem. So. So, das jetzt kann man nämlich sehen. Die fahren nämlich von hier oben nach da unten. So. Setzen wir nochmal einen Fahrstuhl rein. Wir haben es ja. Ist ja nicht so, dass wir... Da können wir nicht mehr einbauen. Ist Feierabend. Nun Schluss mit lustig.
So, die wollen nicht nach unten zum Einkaufen, weil die Kinder wollen in die Schule und all so ein Krams. So, jetzt wollen wir den nochmal hier bedienen da oben. Das ist ja dann. Da müssen wir auch drauf sehen, dass die in richtige Reihenfolge fahren. So, das könnten wir jetzt auch machen. Wir können auch jetzt hier. Nee, können wir nicht. Aber wir können hier die Security einmal einbauen. Ich müsste das aber ein bisschen wegschieben, sonst haben wir ein kleines Problemchen. So, die Security, die setzen wir mal hier oben hin. So, dann haben wir da die Sicherheitszentrale, falls da irgendwo ein Bombenleger kommt, dann hat er es ein bisschen schwierig. Weil wir finden es auf jeden Fall, das ist sicher. So, ja, ich denke mal, das ist es gewesen. Das ist so dieses Sim Tower im Groben, so wie es, wie es halt so damals war oder wie es immer noch ist. Man kann es ja immer noch spielen. Aber außerdem, das Spiel könnt ihr gratis im Internet runterladen. Das kostet nichts. Das kriegt ihr gratis. Und das auch noch legal. Also das ist auch noch das. Also ich habe wesentlich keine Stelle gesehen, wo man dafür bezahlen musste. Das habe ich jetzt nicht gesehen. So. So, die fangen ganz nach oben. Die wollen mich hier nach oben hin. Das sind die Hausfrauen. Ich hoffe, die sind nicht quakelig und sowas. Da können wir mal gucken. Alles soweit ganz okay, bis auf die hier jetzt natürlich, aber das sind auch die teuren Dinger, ne? Das hier oben, ja, vielleicht ein bisschen weit vom Schuss, das kann natürlich sein. Aber sowas, Hotelzimmer, da. Gefällt mir nicht. Die Hotelzimmer werden nicht sauber. Die Frage ist, ob die genau sauber werden. Haben wir da genug Putzfrauen, dass wir das fertig kriegen? Ja, ich glaube, ne? Bitte mach das letzte Zimmer auch noch sauber. Nee, machen die nicht. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Früher oder später haben wir da Ungeziefer drin. Das wäre natürlich doof. Da müssen wir ein Auge drauf halten. Weil das macht einen schlechten Ruf. Okay, ja gut. Ich habe es gesehen, wie das aussieht, wie man es macht, wie das damals gewesen ist. Und das macht immer noch unheimlich viel Spaß. Also ich glaube, das ist nicht mal die letzte Folge oder das letzte Mal, dass ich das gemacht habe hier. Das wird bestimmt mal wieder passieren. Auf jeden Fall werde ich das hier speichern. Und dann kann das passieren, dass ich es nochmal mache. Ich sage für euch mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich wollte sagen, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet das nächste Mal wieder mit ein. Ich sagte mal, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Schönen guten Abend. Und ist ja noch nicht so spät, nicht? Ich sagte mal, bis denne. Ciao, ciao. Macht's gut.